Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Blade and Soul. Ich bin natürlich schon mal vorgereist und... Ihr? Seid das wirklich ihr? Ja, wir sind es wirklich. Es ist lange her, dass wir das Bambusdorf gesehen haben. Ja, kein Steinwurf entfernt hat unsere Geschichte hier in Blade and Soul begonnen. Aber ja... Ihr seid es. Ja, wir sind es. Wie ist es denn euch ergangen, Gwakjung? Ach, es hat sich wenig geändert. Gewiss, es ist ruhiger geworden seit der Invasion der Schwarzen Ramme, aber ein Heiler rastet nie. Ich wollte gerade meine Hausbesuche machen. Aber wie ist es euch ergangen? Uns geht es soweit blendend, danke der Nachfrage. Gut, gut. Bei unserer letzten Begegnung wart ihr so schwer verletzt, dass ich befürchtete, ihr überlebt die Nacht nicht. Doch seht euch jetzt an. Gesund und munter. Und dank eurer Hilfe hätten wir es nicht geschafft. Hätte er uns nicht geholfen, ne? Tja, was soll ich sagen? Ich tat nur meine Arbeit. Der wahre Held des Bambusdorfs seid ihr. Wir stehen in eurer Schuld. Oh je, so spät schon. Entschuldigt mich, die Pflicht ruft und ich bin spät dran für meine Besuche. Ihr seid stets willkommen im Bambusdorf. Kommt zu mir, wenn euch mal die Grippe erwischt. Gerne. Es war so schön, euch wiederzusehen. Eieiei. Es dürfen wir erstmal allen hier Hallo sagen, ne? Oh, ihr seid es. Ja, Mama, hallo. Wer ist das? Das ist die Frau, die damals beim Angriff ihren Mann verloren hat, glaube ich, ne? Und das ist wohl das kleine Kind, was wir gerettet haben, was noch eingewickelt gewesen ist. Da hat das Gebäude hier gebrannt. So lange habe ich von diesem Moment geträumt. Ihr habt meinen kleinen Guni gerettet und mir geholfen, als ich es am meisten brauchte. Schon lange hoffte ich auf eine Gelegenheit, euch zu danken. Kein Problem, aber Guni? Erinnert ihr euch? Guni war noch ein Baby, als ihr ihn vor der brandschatzenden Schwarzen Ramme gerettet habt. Tja, genau das ist nämlich passiert, wie eben schon erläutert. Aber nun gut, aber ja, schön zu hören, dass es euch gut geht. Ja, danke. Ohne meinen Mann war es nicht immer einfach. Aber Guni gibt mir die Kraft, weiterzumachen. Ich nehme jeden Tag, wie er kommt, und mache das Beste daraus. Lebe jeden Tag, als sei es dein letzter, hm? Aber verzeiht mein Geplapper. Bitte, wenn es irgendetwas gibt, das ich für euch tun kann, sagt es mir. Wie kann ich euch den Aufenthalt im Bambusdorf noch angenehmer machen? Naja, also ich bin unterwegs zum himmlischen Heiligtum. Könntet ihr ein Mahl für eine Gedenkzeremonie zubereiten? Oh, ich verstehe. Ihr zollt eurem Meister Respekt. Wenn ihr eine Gedenkzeremonie plant, lasst mich bitte das Essen vorbereiten. Ich lasse es so bald wie möglich von einer Wache liefern. Dankeschön. Das wissen wir doch immer, wie immer, sehr zu schätzen. Ein Mahl zubereiten ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich bin so froh, dass ich mich endlich erkenntlich zeigen kann. Ihr wart ein Segen für Guni und mich. Bitte, bitte. Guni, bedank dich. Mama, ich habe Hunger! Oh, wie genial. Ja, natürlich müssen wir jetzt noch zum Bürgermeister. Zumindest zum Haus des Bürgermeisters. Mit Andumo müssen wir uns unterhalten. Die Elstern singen nicht ohne Grund. Ihr seid zurück. Ich nehme an, ihr seid hier, um den Wiederaufbau des himmlischen Heiligtums zu überwachen? Naja, wir sind hier, um eine Gedenkzeremonie im himmlischen Heiligtum zu feiern. Verstehe, eine Tragödie, wenn man bedenkt, was sich dort oben abspielte. Ihr wart stets von edlem Mut. Ich bin froh, dass sich das nicht geändert hat. Naja, aber wir... Na, uns war nicht bekannt, dass das himmlische Heiligtum wieder aufgebaut wird. Als sich die Kunde von der Hongmoon-Tragödie verbreitete, meldeten sich viele freiwillig, um beim Wiederaufbau der Schule zu helfen. Oh, wow. Wok Chill leitet die Arbeiten. Er wird sicher erfreut sein, euch zu sehen. Oh ja, natürlich. Aber wie kommen wir denn zum himmlischen Heiligtum? Naja, die Dorfbewohner... Achso, ein Dorfbewohner muss sich mit einer langen Bootsfahrt und Seilwinden zufrieden geben, aber wir haben natürlich den Drachenstrom.
Oh, wow. Ich hätte nie gedacht, dass wir eines Tages nochmal hier hinkommen. Niemals. Ich glaube, das ist das Erste, was ich gesehen hatte. Das schöne Wasser. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir nicht da, sondern hier erwacht. Wenn überhaupt, war es hier? Ich glaube, es war nicht hier. Ich glaube, es war hier. Vielleicht da unten? Auf jeden Fall muss man aus dem Haus raus und irgendwo hinlaufen. Das ist lange her. Es ist schon echt lange her. Aber dass hier echt Leute helfen beim Wiederaufbau, das ist... Ihr seid es, ich kann es nicht fassen. Echt nett, ja, hi. Es ist schon so lange her. Wie schön, euch wiederzusehen. Ihr seid hier, um eine Gedenkzeremonie für eure Brüder und Schwestern abzuhalten, ja? Naja, gut, aber woher wisst ihr das? Jong-Suk kündigte euren Besuch an. Die Wachen haben bereits alles für die Zeremonie im Quartier des Meisters vorbereitet. Vielen, vielen Dank. Geht zum Quartier des Meisters. Ich folge euch mit dem Festmahl. Wartet im Quartier des Meisters. Ich komme sofort. Oh, ich bin gespannt. Das wird wahrscheinlich wieder im Video, ne? Das wäre sehr cool. Mit dem Festmahl. Es ist nicht viel, aber wir haben aus unseren Vorräten das Beste gemacht. Jetzt müsst ihr nur das Essen platzieren und euren Respekt zollen. Dankeschön. Alles andere überlasse ich euch. Nur zu. Nun gut. Ich werde draußen auf euch warten. Oh, sieht lecker aus. Ich sagte Finger weg. Au, 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 au. Erst wenn das Ritual abgeschlossen ist. Das war ich nicht. Nur meine Finger. Oh, so hungrig. Ja, lasst uns beginnen. Dann können wir essen. Soll unser kleiner Grashüpfer dieses Jahr zuerst ran? Au, au. War schon was rührend. Oh, krass. Wie war die Zeremonie? Traurig. Ich bin sicher, euer Meister und alle anderen wissen genau, was sie euch bedeuten. Sie sind gewiss stolz auf das, was ihr erreicht habt. Das denke ich auch. Ich hörte, dass sich in Cai Wei etwas zusammenbraut. Etwas Übles. Da habt ihr schon richtig gehört. Dachte ich mir. Zu gerne würde ich mitkämpfen, doch Hauptmann Do-Chun will, dass wir hier bei unseren Familien und Freunden bleiben. Wir werden alles daran setzen, die Schule wieder aufzubauen, bis ihr zurückkehrt. Denkt daran, das ganze Bambusdorf setzt auf euch, auf dass ihr unversehrt zurückkehrt. Und sorgt euch nicht um die Schule, sie ist in guten Händen. Vielen, vielen Dank. Und damit endet Kapitel 33. Passt gut auf euch auf. Und jetzt beginnt nämlich der Punkt, wo der Tag der Rache, Patch 2.2, ich glaube, dann Hand und Fuß fasst. Denn mit Kapitel 34, der Ruf zu den Waffen, sollen wir einen Brief lesen vom Kaiser. Ich habe dringende Neuigkeiten. Wir müssen sofort zurückkehren. Die Finsternis kommt schneller als erwartet, also wird das Ritual des göttlichen Mandats verfrüht durchgeführt. Trefft euch so bald wie möglich am uralten Leuchtfeuer mit Yun Ma Fei. Ich werde die nördlichen Truppen sofort nach Cai Wei führen.
Wir treffen euch an den Toren. Beeilt euch! Und damit ist klar, wo es hingeht. Jetzt geht's richtig runter. Auf nach Nordmark. Zur Yunma Fey. Der Schnee macht es nur noch schlimmer. Ja, Schnee ist anstrengend und nicht gut für alte Knochen. Die Sonnenfinsternis kommt früher als erwartet. Und das Ritual des göttlichen Mandats wird bald beginnen. Das ist das Werk des dunklen Fürsten, dessen bin ich mir sicher. Unsere nördlichen Truppen marschieren zur Hauptstadt. Wir müssen alle unsere Verbündeten sammeln. Wir haben erneut vergeblich versucht, das uralte Leuchtfeuer zu entzünden, während ihr fort wart. Aber es hat wahrscheinlich nicht geklappt, hm? Wo ist das uralte Leuchtfeuer? Das uralte Leuchtfeuer liegt nicht weit von diesem Dorf entfernt. Es ist unter einem Schutthaufen verborgen, auf der Straße, die aus dem Dorf führt. Doch wir denken, es ist funktionstüchtig. Allerdings kann nur jemand mit erheblichen Reserven an Chi das uralte Leuchtfeuer entfachen. Ich hoffe sehr, dass ihr dieser jemand seid. Bestimmt. Trefft uns am uralten Leuchtfeuer und entzündet es. Das Signal wird unseren Verbündeten zu verstehen geben, dass der Krieg begonnen hat. Beeilen wir uns. Nun gut. Dann werden wir das natürlich machen. Ich hoffe mal sehr, dass es so... Macht es nur noch schlimmer. Dass es ein so ein epischer Moment wird. Müssen wir eigentlich hier raus, ja, ne? Ja, so ein epischer Moment wird wie à la Herr der Ringe. Mit den Leuchtfeuern, wo Gondor um Hilfe ruft und Rohan kommt. Aber lassen wir uns überraschen. Irgendwo hier soll es ja sein, ne? Oben oder unten? Aha. Beeilt euch! Entfacht das uralte Signalfeuer! Nur ihr könnt das Leuchtfeuer entzünden. Ah. Om Chi. Boah, was ist das episch? Und so beginnt die große Schlacht. Oh, wow. Wo kann ich speichern? Das Leuchtfeuer ist entfacht und der ganze Kontinent ist in Bewegung. Alle werden sich am Himmelstor sammeln. Der Drachenstrom außerhalb von Leuchtstein? So ist es. Nur wenige trauen sich nach Leuchtstein, was es zum idealen Sammelpunkt macht.
Dort bemerkt Jin-So-Yun uns vielleicht erst, wenn es zu spät ist. Begebt euch zum Himmelstor. Es ist nur recht, dass ihr die verbündeten Truppen nach Tsai Wei führt. Ich gehe voraus, um zu sehen, ob wir bereit sind. Wir werden in Tsai Wei zu den verbündeten Truppen. Ich warte Truppen in der Hauptstadt auf euch. Also beginnt es. Und ja, es war genauso episch. Ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt. Das gute Dorf Leuchtstein. Leuchtstein, Leuchtstein. Natürlich müssen wir zum Himmelstor. Und all unsere Verbündeten kommen, ha? Euer Freund hat sich mit dem Server verbunden. Gut. Heute jagen wir. Oh ja. Lange nicht gesehen. Ihr seid gewachsen seit unserem letzten Treffen. Eure Stärke ist unsere Stärke. Das Rudel folgt dem Ruf des uralten Leuchtfeuers. Hab vielen Dank, dass die Likandi sich versammelt haben. Ich zögerte, der Allianz zuzustimmen. Das Rudel jagt nicht mit anderen. Doch eure Zustimmung überzeugt mich. Unsere Zähne und Klauen dienen eurer Sache. Wir werden die Invasion aus dem Dunklen Reich aufhalten. Die heiligen Bestien sind ebenfalls hier. Ihr Anblick ruft gemischte Erinnerungen hervor. Doch genug geredet. Erheben wir unsere Speere und gehen auf die Jagd. Wir treffen uns am Himmelstor. Und es werden definitiv noch mehr kommen. Ich meine, gerade Tsai Wei, es ist so eine wunderschöne Stadt. Es ist Wahnsinn. Und natürlich eine riesengroße Armee. Na komm, zeigt euch. Unsere Echsenfreunde dürfen ja nicht fehlen. Na komm schon. Danke. jetzt dürfen wir uns wieder was anhören, ne? Oh wow, die sind alle hier. Hammerkiefer. König, Wahnsinn. Der Tag ist gekommen. Ihr glaubt, ihr könnt die Völker des Reiches gegen den dunklen Fürsten in den Kampf führen? Hoffentlich habt ihr recht. Aber denkt daran, wir sind hier, um den dunklen Fürsten aufzuhalten, nicht um Höflichkeiten mit den Menschen auszutauschen. Die Schnappkiefer kämpfen um ihr eigenes Überleben. Nicht mehr, nicht weniger. Jetzt gilt es, mehr über das Ritual des göttlichen Mandats herauszufinden. Versuchen wir es mit einem alten und mächtigen Zauber. Der Beschwörung des Hellsehens. Okay, davon haben wir noch nie gehört. Was ist denn das? Die Beschwörung des Hellsehens löst den Geist vom Fleisch und erlaubt, sich ohne physische Einschränkungen zu bewegen. Sie erfordert jedoch große Konzentration und Stärke. Ihr scheint mir das Zeug dazu zu haben, die Beschwörung durchzuführen. Nun, steht hier nicht einfach herum. Könnt ihr die Beschwörung nutzen, um das Ritual des göttlichen Mandats zu beobachten? Wollen wir es hoffen. Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben. Gut. Sammelt eure Kräfte und legt eure Hand auf die Kugel des Hellsehens. Nachdem euer Chi auf die Beschwörung eingestimmt ist, wird euer Geist zum Altar des göttlichen Willens in Tsai Wei teleportiert. Das erfreut die Beschwörung zu kontrollieren. Gebt euch ihr hin. Oh wow, jetzt geht es ins Eingemachte und wir nähern uns wahrscheinlich dem Finale. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, auch wenn es nicht vielleicht unbedingt, ich glaube nicht, dass es das Ende ist dieser Geschichte dann mit Jin-So-Yun, aber
Mehr erfahren wir das nächste Mal. Bis dahin.